Die Basel-Madrigalisten freuen sich, Ihnen etwas ganz Besonderes vorzustellen. Bachs Johannes-Passion neu gedacht, so heißt unser Projekt. Denn die Basel-Madrigalisten inszenieren diese Passion neu und auf eine ganz besondere Art und Weise. Von der Johannes-Passion ist uns im Gegensatz zur Matthäus-Passion keine endgültige Fassung überliefert. Bach selbst hat seine Passion immer wieder seinen Bedürfnissen angepasst und verändert. Grund genug, nach knapp 300 Jahren auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit einzugehen. Die Basel-Madrigalisten legen ihren Fokus auf die biblische Geschichte. Dabei geht es nicht um Namen und genannte Völker. Es geht darum, wie ein unschuldiger Mensch verurteilt wurde und wozu wütende Menschenmassen fähig sind. Eine Tatsache, die sich tagtäglich auf der Erde wiederholt. Bachs Passion war liturgisch gedacht und nicht für den Konzertsaal konzipiert. Der Text des Evangelisten entsprach der Lutherfassung einer vergangenen Zeit. Es ist dem Theologen Theo Schad gelungen, eine schlanke, gut verständliche Fassung zu erstellen. Anstelle des singend rezitierenden Evangelisten führt nun eine Schauspielerin durch das Geschehen. Er hat mit seiner Gruppe den Bach überschritten. Sie betreten den Garten. Abgeschiedenheit und Stille laden ein zum Gebet. Doch eine zweite Schar ist unterwegs. Der, der ihn verraten will, führt Stadtknechte heran, bewaffnet, mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Er sieht sie kommen, geht ihnen entgegen. Wen sucht ihr? Jesu, Jesu, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth. Es ist das Anliegen der Basel-Madrigalisten, Bachs wunderbare und geniale Musik neu zu erschließen und vielen, allen Menschen zugänglich zu machen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, besuchen Sie unsere Webseite. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.